Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ask Switzerland hier auf Swissinfo. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Swissinfo hier auf Ask Switzerland. Jetzt steht schon wieder jemand anders als Lionel vor der Kamera. Aber das liegt halt einfach daran, dass er irgendwie immer noch Maturprüfungen hat. Hat er ihm eigentlich überhaupt schon viel Glück gewünscht für das? Vielleicht behauptet er das aber auch nur, damit das andere seine Arbeit machen und auch gemütlich in der Ferien sein. Auf alle Fälle müsst ihr aber jetzt halt für die Folge mit dem komischen Face und dieser schrägen Frisur hier klarkommen. Hey, Moment mal, Lionel ist gar nicht da. Das heisst, wir können machen, was wir wollen. Ich bin halt ein Gamer! Ich frage mich auch gerade, ob ich jetzt fluchen darf, wenn Lionel nicht da ist. Oder wird das zensiert? Nein, der Filter ist aktiv! Verdammte Scheiße! Yes, die Schweiz ist in der Achtelfinale. Wir haben es tatsächlich geschafft, um gegen Frankreich ein 0-0 rauszuholen. Das ist doch mal eine verdammt gute Leistung, nicht? Also meiner Meinung nach hat die Nazi wirklich ein Hammerspiel abgeliefert. Die haben so gut geshootet wie schon Ewigkeiten nicht mehr. Das 0-0 war wirklich verdient gewesen. Was sich hingegen die ganze Welt darüber wundert ist, warum sind die ganzen T-Shirts verrissen worden? Unter dem Hashtag Trikogate findet ihr im Moment auf Twitter und auf Instagram und allen möglichen Social Medias echt amüsant die Postings, die sich über die Trikot lustig machen. Und es ist auch wirklich amüsant, weil es sind irgendwie, glaube ich, in der ersten Halbzeit allein schon 4 Liebli verrissen worden von den Franzosen. Es hat ausgesehen, als würde die Nazi in Lümpen auflaufen. Puma kann sich angeblich die ganze Sache überhaupt nicht erklären. Sieht doch einfach nach minderwertiger Qualität aus, oder nicht? Was meint ihr dazu? Freut ihr euch einfach über einen Sieg? Oder findet ihr das mit diesen Liebli so daneben? Das geht überhaupt nicht. Oder vielleicht beides? Postet doch einfach jetzt bitte eure Meinung direkt in die Kommentare rein und gerne auch noch die lustigsten Sprüche, die euch zu dem ganzen Hashtag Trikogate in den Sinn kommen. Etwas Technisches. Und zwar will Apple ihr absolut bekanntestes iPhone-Feature jetzt abschaffen. Die kennen doch das sicher, Slide to Unlock. Seit 2006 ist das eine absolute Erfolgsstory für Apple. Es ist 100.000 Mal kopiert worden. Es hat riesige Klagen gegeben in Millionenhöhe, um verhindern, dass die Konkurrenz das benutzt. Und jetzt weiss ich es einfach abschaffen. Weil irgendwie nutzt es keiner mehr wirklich. Die meisten, die Apple benutzen, haben doch den Fingerabdruckscanner jetzt. Das ist leider ein bisschen schade für alle, die gerne nostalgisch sind und noch schwärmen von ihrem iPhone 3G. Aber so ist halt der Lauf der Zeit und ich persönlich bin sowieso der Meinung, dass so ein PIN-Code wesentlich sicherer ist. Was ist eure Meinung zu dem Ganzen? Wie sperrt ihr euch ein Nachteil eigentlich? Ich weiss es ja nicht. Ohne Scheiß jetzt. Kennt ihr das, wenn du mit 120 auf der Autobahn unterwegs bist? Du fährst schnell, du fährst schön gemütlich, weißt? So an einem Sonntagnachmittag, sagen wir, es ist einigermaßen gutes Wetter, du chillst, du fährst gemütlich auf der mittleren Spur, weil rechts hat es ein paar längsamere Autos. Du überholst und gehst halt immer wieder rechts und dann in die Mitte, weil ich meine, so fährt man verdammt nochmal Autos, so haben wir es ja gelernt. Und dann kommt auf dem mittleren Fahrstreifen jemand, wo, warum weiss ich, einfach findet, 100 ist die richtige Geschwindigkeit zum Mitte fahren. Ich meine, okay, du kannst jetzt auf die linke Spur wechseln, um ihn überholen und dann wieder ganz über auf die rechte Spur fahren. Problem ist aber, dass links ein mit seinem verdammten Ferrari schon die Spur mit 120 blockiert und dann kommt hinter dran noch ein Lamborghini und nachher nochmal ein Ferrari. Du müsstest eigentlich theoretisch, um jetzt schnell vorwärts zu kommen, entweder hinter den anfahren, viel zu nahe auffahren und leicht Hupe geben, ist verboten. Oder aber rechts überholen, ist auch verboten. Und genau wegen dieser Situation möchte ich den Beat Walti von der FDP jetzt das rechts überholen. Überholverbot auf der Autobahn abschaffen. Ich glaube, das könnte zu weiteren Problematiken führen. Aber was bist du für ein Typ Autofahrer? Bist du jemand, der sich auch die ganze Zeit aufregt und immer am Ausrasten ist, wenn vorne dran einer nicht rumfährt? Jetzt fahr mal! Oder bist du mehr so der ruhige Fahrer, der gemütlich im VW-Bus auf der rechten Spur mit 60 fährt und die Landschaft anschaut? Deine Meinung jetzt, ein Kommentar! Der SVP-Nationalrat Andreas Glarner wird im Moment wegen einem Facebook-Post komplett mit einem Shitstorm überzogen. Was ist denn überhaupt genau passiert? Also zuerst ist scheinbar irgendwie ein riesen Streit auf Twitter losgegangen und der Andreas Glarner hat dann seinen Twitter-Account gelöscht. Mit der Argumentation, dass ihm die Kässigkeit der Linken angeblich Staatsbedienstete
die zu dumm siegen. Dann hat er aber auf Facebook nachgetreten und Bilder von zwei Frauen veröffentlicht, die gegen ihn tweetet haben. Mit dem Kommentar, dass er irgendwie schon verstünde, dass die beiden links und feministisch siegen. Daraufhin hat es riesig viele Kommentare von Anhängern von Andreas Glarner gegeben, die meinen, ja, du hast recht und wow, sind das komische graue Mäuse und bla 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 bla. Es hat in ziemlich wüsten Beleidigungen geendet. Die betroffenen beiden Damen sind richtig schockiert und fühlen sich online an Pranger gestellt. Der Andreas Glarner ist sich aber laut 20 Minuten keiner Schuld bewusst und findet, er habe die beiden Damen in keinster Art und Weise beleidigt. Was ist eure Meinung zu dem Ganzen? Findet ihr den Post komplett daneben? Oder findet ihr das lustig? Findet ihr Glarner sowieso doof? Oder unterstützt ihr ihn? Denkt ihr auch, das sind graue Mäuse und sicher wegen dem links und feministisch? Oder geht das überhaupt nicht, dass sich ein Politiker generell so äußert? Schreibt mir eure Meinung doch bitte in die Kommentare. So, und zum Schluss noch ganz kurz eine Meldung aus meinem Fachgebiet, nämlich am Bereich Gaming. Letzte Woche war ja D3 und es sind absolut geile Games und Konsolen und Controller und Virtual Reality Brille vorgestellt worden. Meine Frage an euch ist jetzt, auf welches Game freut ihr euch am meisten? Ist es God of War? Ist es Resident Evil 7? Ist es Gears of War 4? Das neue South Park? Forza Horizon 3? Titanfall 2? Ich meine, es kommt sogar ein neues Spider-Man-Spiel raus, das echt nicht so schlecht aussieht. Wegen dem teilen wir doch bitte eure Meinung zu der E3 mit, welches Game ihr am besten gefunden habt oder welche Konsole ihr euch als nächstes werdet kaufen. So, das war es für heute. Ich hoffe, die sind mir nicht allzu böse, dass heute ich am Start war anstatt am Lionel. Aber ich glaube, bei der nächsten Swiss Info ist dann wieder Aaron. Wenn ich nicht falsch informiert bin. Also nicht, dass ich jetzt irgendwas versprochen habe, was dann nicht eintrifft. Aber auf alle Fälle, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss!